tonnenschwere Lasten bewegt von einem Stahlungetüm. Norddeutschlands größter mobiler Baukran im Einsatz in der Innenstadt. Das sind fast 2 Tonnen. Und wenn die sich einmal in Bewegung setzen, sind die schwer wieder einzufangen. Schon der Aufbau ist eine Herausforderung und ein Spektakel. Fünf Uhr morgens. Ein besonderer Einsatz steht für den Kranführer Jeffrey Hess an. Zunächst Abfahrtskontrolle. Ja, wir stehen als Zweitransport hier, wiegen 72 Tonnen und wir müssen um 6 von der Straße sein. Das haben wir halt immer als Auflage. Deswegen müssen wir auch gleich loszusehen, dass wir losfahren. Zuvor Einsatzbesprechung mit dem Chef. Morgen. Morgen. So, Jeffrey, Marktkirche, den Einsatz heute. Ist ja wieder ein bisschen spektakulär mitten in der Stadt. Wir fahren einmal um die Marktkirche rum. Ja. Da platzierst du dich. Die Klimageräte über das Gebäude, auf das Gebäude vom Landtag. Auf das längliche Stück. Genau. Okay. Na, Strecke ist dir bekannt. Ja. Na, und es dürfte ja keine Komplikationen auftreten. 6 Achsen hat der sogenannte Mighty Tiny, einer der größten fahrbaren Baukräne Deutschlands. Seit 3 Jahren lenkt ihn Jeffrey Hess. Das war für immer schon klar, dass ich auf dem Kran wollte. Dann kommt das halt mit der Zeit, die Erfahrung, auch mit dem Gerät, jetzt mit den 3 Meter Breiten und den 72 Tonnen. Das ist dann halt irgendwann, fährt man einfach besser als mit seinem Pkw. Weil man jeden Tag mit ihm unterwegs ist. Man kennt die Kniffe, man weiß, wie man einlenken muss. Es geht in die Altstadt von Hannover. Hier kann es schnell eng werden. Der Kranfahrer nutzt 2 Fahrspuren. Ein Begleitfahrzeug sichert ab. Ich sehe halt nicht alles. Ich habe viel, was ich beachten muss. Ich muss in meine Rückfahrkamera gucken. Ich muss links, rechts gucken, dass ich nirgendwo hängen bleibe, dass die PKWs nirgendwo fahren, die Fahrradfahrer nicht umfahren. Mein Begleitfahrzeug hilft mir dabei natürlich immer. Weil viele Verkehrsteilnehmer das gar nicht so wahrnehmen, obwohl wir so dolle blinken und groß sind. Das interessiert manche, glaube ich, gar nicht. Der Einsatzort gegenüber der historischen Marktkirche. Über ein altes Stadthaus muss Jeffrey jetzt tonnenschwere Klimageräte heben. Doch zunächst der Aufbau. Muss ich nur aufpassen, dass ich halt Laternen nicht runterhole. Hol ich mir mal gleich einen Einweiser, weil ich sehe die Ecke hier oben nicht von der Kabine. Kannst du mal gucken, dass ich weiter rüber fahre gleich mit dem Hundegang, dass ich halt da nicht hängen bleibe, dass ich da so nah wie möglich ranfahre? Ja. Zum Rangieren nutzt Jeffrey den Hundegang, das heißt seitliches Fahren. Und jetzt zieht er die eine Achse hoch. Dann fährt er nur auf 5 Achsen. Wisst ihr das? Da hat er die Achse hochgezogen, kann er die hinteren Achsen alleine steuern. So, jetzt fährt er hier rüber. Tonnen wiegt der XXL-Kran. Wo er stehen darf, hat der Einsatzleiter vorher geprüft und berechnet. Warum kippen Krane um? Weil der Untergrund nachgibt. Alles andere ist über Sicherheitseinrichtungen abgeglichen. In Innenstädten ist es sowieso ein Problem, da dir ja niemand sagen kann, ist hier noch ein alter Kellergang drunter oder wie auch immer. Über das Dach des Weißen Hauses muss er die tonnenschwere Technik heben. Mit einem einzigen Knopfdruck baut sich der Kran auf. Es ist immer noch wirklich ein Schauspiel, ja. Dass das alles so hält, dass es zusammenspielt, das ist der Wahnsinn. 70 Meter ist der Kranarm, der Ausleger lang. Dann muss ich aufpassen, dass ich die Gebäude nicht erwische. Also hier haben wir mal meinen Kran. Das ist genau der Kran sogar. Das ist der größte Kran Norddeutschlands, einen mobilen Baukran. Und dann dachte ich, macht man das mal. Eigentlich sollten die Kranarbeiten jetzt losgehen. Doch ein Defekt setzt den ganzen Einsatz aufs Spiel. Es hat den Fahrstuhl getroffen. Ohne ihn kommt der Kranführer nicht in seine Kabine. Die ganze Baustelle muss warten. Ich muss mal warten, ich muss mal ein paar Mal telefonieren, damit das hier vorangeht. Hast du das schon mal gehabt?
So in dem Maße noch nicht, nein. Also das ist das erste Mal, aber gut, müssen wir auch irgendwie durch jetzt, ne? Hilft ja nichts. 40.000 Euro Schaden könnte es bedeuten, wenn die Arbeiten an diesem Tag nicht erledigt werden. Ein Mechaniker überbrückt die Kabel. Gut. Der Kollege muss mich hier oben runterfahren. Ja. Deswegen hat er jetzt auch die ganze Zeit vor Ort, dass er mich halt hoch und runterfahren kann, ne? Falls irgendwas sein sollte nochmal. Dass halt einer hier ist, der halt weiß, wie die Technik funktioniert. Die Männer betreiben den Fahrstuhl manuell. Eine Notlösung. Die Fahrerkabine liegt in 37 Metern Höhe. Eine volle Stunde hat die Reparatur den Einsatz verzögert. Ja, ich bin schon ziemlich froh, dass wir weiterarbeiten konnten. Dass das nicht alles abgebrochen werden musste. 2 Tonnen, so viel wie 2 Kleinwagen, wiegt das Kühlgerät. Es muss aufs Dach gehoben werden. Etwa 20 Personen arbeiten auf der Baustelle mit. Achte ich natürlich darauf, dass ich hier nirgendwo hängen bleibe und dass ich allgemein unten auch nicht über diesen unabgesperrten Bereich schwenke mit der Last. Dass ich keine Passanten, also den Gehweg nicht überschwenke. 30 Meter muss die Last hochgehoben werden. Jeffrey hat viel Technik an Bord, wie einen Windmesser und eine Kamera über dem Kranhaken. Ja. So, jetzt langsam wieder zu Aufstellort, bitte. Trotz Technik, ohne Kommandos von den Einweisern auf dem Dach, kann kein Kranfahrer präzise arbeiten. Ein Problem, starker Wind. Das ist aber an der Kotzgrenze hier. Eieiei. Hast du aber genau ausgemessen. Der Kran kommt an seine Grenzen. Ja, der Wind drückt. Das sind fast 2 Tonnen. Und wenn die sich einmal in Bewegung setzen, sind die schwer wieder einzufangen. Deswegen ist es ganz gut, dass sie mit mehreren Leuten da stehen und die das Klimagerät in Position halten. Sonst könnte es halt echt passieren, dass die sich verletzen. Die letzten Meter. Die Maschine. Dass er hier punktgenau auf die Plätze kommt. Ja, da sind ja die Stützen, so, wo jetzt alles? Die Maschine so. Mit den Füßen da draufgestellt wird, damit dann die Wanne nicht durchgedrückt wird, dass die Lastverteilung direkt auf die Träger übertragen wird. André, sag mal weiter vor und jetzt kann es losgehen, ungefähr Meter vor. So. Langsam, stopp. Langsam. Stopp. Warte, er sitzt vorne schon auf, das ist gut. Wie passt dein Fuß? So, jetzt. Das hört sich nicht. Absetzen. Sehr schön, jetzt ganz fein absetzen, bitte. Die Maschine steht, danke. Jeffrey hat die Zeit wieder aufgeholt und das Klimagerät steht. Kollege, du hast einen super Job gemacht. Kein Problem. Mehr ging nicht mehr, viel mehr ging nicht mehr mit dem Kran. Es hat genau gepasst, das war. Macht mich schon auch ein bisschen stolz. Auch morgen geht es für Jeffrey wieder hoch hinaus. Würdet ihr auch in 30 Meter Höhe arbeiten wollen? Schreibt's in die Kommentare.